Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zur 39. Folge der Cells, müsste man sein. Toxische Kanalisation, ich habe einen Mords Fluch auf mir. Das ist schlecht, weil ich kann mit einem Schlag oder einer Pfütze, fällt mir gerade mal ein, getötet werden. Das ist ja noch schlechter. Spricht gar nichts dafür, dass ich das überlebe, wenn ich ehrlich bin. Allerdings ist die Peitsche hier bei der toxischen ganz gut. Trotzdem ein Schlag und das schöne Leben ist vorbei. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Bei den Säurengeschichten muss man aufpassen, dass man vielleicht maximal eine halbe Sekunde drin ist. Dann geht es schon. Also sofort wieder rausspringen, dann geht es. Aber naja. Geht halt manchmal nicht oder man kriegt es nicht hin oder man fliegt von oben rein, das kann ja auch sein und dann. So, jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, warum habe ich diesen Fluch? Ja, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, den Fluch habe ich, weil ich diese komische Scheibe da habe. Diese Sphären da, mit der ich, wie heißt das Ding genau? Jägergranate, so heißt sie. Und die sorgt dafür, dass ich mir von gewissen Monstern Blaupausen holen kann. Aber ich habe sie nicht bezahlt. Und das ist das große Problem. Ich habe sie nicht bezahlt. Wieso ist das 14 da drüben gewesen? Und das hat mir der Spieldesigner übel genommen. Der hat dann gesagt, nee, also wenn du es nicht bezahlst, mein Freund. Oh nein, auch noch ein Elite. Ich hab's geschafft. Ich werd verrückt. Ich hab's geschafft. Wie auch immer ich es geschafft habe. Keine Ahnung. Ich hab's geschafft. 19 fehlen noch. Ich meine, es wäre ohnehin gut, wenn ich keine Gegentreffer kriegen würde. Das bringt mir einiges in Bezug auf Boni. Aber mit diesen Wunschträumen kommt man halt manchmal nicht weiter. Gell? Man muss halt manchmal auch realistisch sein. So, 11 sind es noch. Ach, das ist ja spannend. Oh, cool. Ich hab's nicht gedacht, dass ich dadurch die ganze am Boden komme. Neun. Leute, drückt mir die Daumen. Ich meine, ich glaube, ihr drückt mir sowieso immer die Daumen, oder? Aber jetzt ist wirklich besonders haarig, weil jetzt sind es nur noch 6. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das schaffe. Okay, einer noch. Alte Kanalisation. Komm, einen Gegner brauche ich noch. Ja, ich hab's geschafft. Ich werd bekloppt. So, und jetzt denkt ihr euch vielleicht, na gut, wieso benutzt ihr jetzt seine Jägersonde da nicht? Ganz einfach. Wieso sucht jetzt da keine Säure ab, der Typ?
Das verstehe ich nicht. Ich dachte, die kriegen Schaden. Mir fehlt noch ein Kill bis zum... So, und ab jetzt könnte man sich mal mit der Sonde überlegen. Dieses Vieh da oben zum Beispiel, das ist halt ein Sondenvieh, aber es geht sehr schnell tot. Das wird halt so nichts. Das ist auch ein Sondenvieh. Ja, das ist gar nicht so einfach, wenn man so stark ist wie ich. So, wie war das jetzt? Ich muss den Extraktor benutzen. Wie benutze ich den? Ach, weiß der Teufel. Schon wieder vergessen, wie das geht. Ja, toll. Gut, aber jetzt bist du ein Elite. Ich muss das nehmen. Und dann... Ah, ja, genau sowas. Die hektische Klinge. Na, das ist ja cool. Was ist das denn? Makellos. Landet kritische Treffer, wenn du mindestens 15% Schaden hast. Keine Farbe, 50%. Was ist das für ein Ding? Kenne ich das? Ich glaube, sowas hatte ich schon mal. Aber nicht in so einem frühen Level, oder? So, jetzt kriege ich die ausbalancierte Klinge. Jetzt behalte ich mal. Jetzt behalte ich mal makellos. Ja, super, jetzt kommt ihr hier mit dem ganzen Krempel. Ach, Mann. Was ist denn dieses X? Was willst du mir mit dem X sagen? Der Pfeil. Also ich habe jetzt mindestens 15 Sekunden keinen Schaden genommen. Das müsste doch jetzt so wirken dann, oder? Das war jedenfalls ein kritischer Treffer. Pilzimpf? Nö. Pilzimpf? Nö. Gefängnisdächer. Ah, da war ich auch noch. Ey, wie geil. Wie geil. Das verdorbene Gefängnis hier. Na, das nehme ich doch gern mal zur Kenntnis. Hm.
fehlt ja überall noch ein bisschen was. Aua. Ich glaube, das X bedeutet, dass ich diese Fähigkeit meiner Waffe nicht habe. Jetzt warten wir mal ein paar Sekunden, müsste es verschwinden eigentlich, oder? Ja, verschwunden ist es. Das könnte noch 15 Sekunden gewesen sein. Voll eins in die Fresse. Immer mitten in die Fresse rein. Hat von euch jemand das neue Ärztealbum gehört? Was sagt ihr dazu, wenn ihr es gehört habt? Ich bin ja eigentlich ein ziemlicher Ärzte-Fan. Ich persönlich fand das Album aber jetzt, naja, nicht so gut. Was ist denn hier? Gibt's hier irgendwas? Ein sehr erfolgreiches Level überhaupt. Das Spiel wird immer erfolgreicher, umso länger ich spiele. Oder zumindest spannender. Also, aber auch erfolgreich. Immer was anderes, immer was Neues, immer was Cooles. So, hier muss irgendwas sein. Hier muss doch irgendwas sein, das ist doch nicht umsonst hier. Das nervt mich ein bisschen. Okay, die alte Kanalisation wäre auch cool. Die wird mir auch sehr gut gefallen. Ah, guck mal, da kann ich auch hoch. Jetzt mit meinem Spinnenbeinchen. Oder war ich da oben schon? Das war mir bekannt vor hier mit dem Schlitzer. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal da hoch. Das ist halt dieses Metroidvania-artige, dass man halt dann doch in Bereiche kommt, die man dann am Anfang nicht. Doch, da war ich doch schon. Genau. Ja, ist aber das Gleiche. Ha, Moment. Habe ich da was gesehen oder habe ich da was gesehen? Genau. Ja, wir gehen jetzt natürlich mal in dieses korrupte Gefängnis, weil da war ich ja noch. Oder verdorbene Gefängnis, wie hieß das? Ja, weil da war ich ja noch gar nicht. Ist ja logisch. Verdorbenes Gefängnis. Auch die hier die Vorlevel, also die Händler oder Collector Level, die sehen ja auch immer anders aus. Ist das nicht geil? Guck mal hier, wie fluffig und schnell der da hochgeht. Das ist so cool gemacht. Da können sich so viele andere Spieler eine Scheibe abschneiden, weil das bei so einem Jump'n'Run oder Jump'n'Slash kommt es ja auf die Fluffigkeit der Steuerung und so dieses Geschwindigkeitsgefühl manchmal auch an und diese Leichtigkeit. Es gibt so viele Spiele, die machen das, die verkacken das in der Kerndisziplin. Dead Cells macht's richtig, hat aber auch noch diese ganzen anderen Komponenten dabei. Ja, das Spiel ist gut. Machen wir uns nichts vor. Ja, es ist so. Diese beiden Waffen, die ich jetzt da habe, sowohl die Sehenschlitze als auch die Doppelballiste, sind Waffen, die von der Ferne ausschießen, die also passiv Schaden machen. Das hier ist halt etwas, das muss ich halt einmal machen, dann ist es verpufft. Was erzeugt beim Benutzen ein Schild? Auch nicht schlecht. Und das hier ist auch nicht schlecht, aber eher so stationär. Es sind halt natürlich deutlich höhere Level, aber ich bin momentan so. Ich glaube, ich bleibe eher bei dem, was ich habe. Sagen wir es mal so. Guten Tag. So, was macht ein Jäckchen? Landet ein kritischer Treffer, wenn du unter 50% Gesundheit oder über 50% Siechtum hast. Aha. Ja, das machen wir mal. Interessiert mich.
Kronen ansonsten. Komm, die nehmen wir mal. Okay, ist wie die ausbalancierte Klinge. Aha. Wieso habe ich eigentlich nicht die ganze Zeit schon noch eine zweite andere Waffe genommen? Den Bogen hätte ich noch nehmen können. Fällt mir gerade ein. Ich habe immer so im Hinterkopf, dass links, also auf dem X, rot sein muss und auf dem anderen muss lila sein. Aber stimmt ja gar nicht. Das kann man ja beides mit irgendwas bestücken, offensichtlich. Keine Ahnung. So. Schade, dass man nur drei Mutationen nehmen kann. Es gibt hier so viele schöne. Ich bin mir auch nicht sicher, ob diese 3%, ob die das bringen, diese 3% Gesundheit. Die Wachen waren die ersten, die er erwischt hat. Oder hat bloß niemand irgendwas gesagt? Erfolg, bloß nichts anfassen. Du hast zum ersten Mal das verdorbene Dingens erreicht. Okay, wir probieren es mal. Ja gut, 10 Kills werde ich ja wohl überleben. Wobei ich bin in einer neuen Gegend. Aber das ist ein Bosskampf. Oder was? So, vielleicht können wir diese 10 Dinger ein bisschen vorsichtig angehen. Wobei das sind ja alles hier so toxische Kanalisation-Gegner. Was ist das? Aber das habe ich gemeint. Und ein Truthahn. Ah, der Fluch ist schon aufgehoben. Na also. Die Balliste ist natürlich auch was ganz, ganz Feines. Aber das Ding ist auch geil. Also mit diesen kritischen Treffern ist natürlich eine fette Sache, gell? Ohne Zweifel. Boah, was ist denn das für ein Vieh? Nein! Hab ich das Vieh erwischt? Das gibt's doch nicht. Dann gleich meinen Rekord hier zerstört. Das sieht ja aus. Schade, die 60 werde ich wohl nicht mehr schaffen. Dabei hätte ich es verdient gehabt. Obwohl die Waffe langsam ist, ich mag sie, weil die so durchschlagskräftig ist und auch so eine Reichweite hat. Hallo. So, du hast eine bessere Balliste, da bin ich natürlich dabei. Alles andere interessiert mich jetzt mal so nicht. Nein, nein, nein. Wieso habe ich denn die falsche Waffe verwendet? Okay, aber das wäre zu schaffen gewesen mit den 60, auf jeden Fall.
Einen eisernen Zellenschlüssel. Tatsächlich würde ich mir ab und zu mal was für einen Fernkampf wünschen, jetzt gerade. Alte Kanalisation, jetzt muss ich mal kurz überlegen, die alte hätte ich doch auch eben gerade schon erreichen können. Was ist das denn für ein Käse? Was haben diese Türen hier zu bedeuten? Ich frage es, glaube ich, zum x-ten Mal schon. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Danke für nichts. Aber das ist cool hier. Das ist cool. Das alte Gefängnis, das werde ich mir öfter mal zu Gemüte führen. Dass da unten kein einziger Teleporter ist, guckt euch das mal an. Die Monster jetzt da zu erreichen. Also wenn ich den Anspruch habe, hier alles zu killen, muss ich jetzt ganz schön runter. Wo ist denn der überhaupt? Wieso habe ich mich da vorne nicht schon drum gekümmert? So, und wo war noch was? Ah, das war's dann, okay. Na gut, da haben wir es ja. Komisch, das ist. Das kapiere ich jetzt tatsächlich nicht so ganz. Warum das sozusagen. Also wenn man die alte Kanalisation dann macht, dann überspringt man sozusagen so, da bin ich hergekommen. Dann überspringt man sozusagen ein Level. Sehe ich das richtig? Oder sehe ich da irgendwas falsch? Dann scheint es hier nur so ein Zwischenintermezzo zu sein. Gab es da auch manchmal Level, wo man so hoch konnte dann? Lass mich mal anschauen. Also Zwischenlevel, wo man so einen Weg hoch konnte, den ich ja nie betreten konnte bislang. Tja. Harter Soldat. Ich muss leider aufhören, Leute. Es tut mir leid. Ich würde gern spielen, aber ich muss die Folge leider beenden. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und auf Wiedersehen.